Ja, herzlich willkommen an alle Zuseherinnen, die scheinbar aus ganz Österreich verteilt wieder teilnehmen an unserem Fluchtpunkt der Abend. Heute zu Gast, wie die Isabella vorher schon angekündigt hat, ist die Birgit Ertl von der Caritas. Und durch den Abend begleiten euch heute wieder meine Wenigkeit, der Marco. Und heute an meiner Seite ist die Er ist Isabella, Entschuldigung, Ja. Co-Host, ich habe mir doch bestellt. Genau, ich sitze in Wien, auch in meinen vier Wänden und freue mich sehr, dass wir heute den vorerst letzten Fluchtpunkt der Abend noch miteinander verbringen können. Heute zu Gast ist eben die Birgit. Die Birgit arbeitet schon, wie wir schon vorher gehört haben, seit mehr als 2 Jahrzehnten für die Caritas in Österreich, ist zuständig für die Region Osteuropa und Südosteuropa. Birgit, möchtest du uns von dir erzählen, so wer du bist und was du machst? Das Wichtigste hast du, glaube ich, jetzt eh schon gesagt. Ich arbeite seit langem in der Caritas. Ich habe zwei Söhne, einer davon ist Abfadi. Also mehr wie sein halbes Leben und ist recht stolz drauf. Also ich danke da total. Ja, gut. Ja, genau. Dann, ja, ich arbeite in der Caritas Österreich. Das ist quasi die österreichische Dachorganisation der Caritas. Caritas gibt es in 162 Ländern auf der ganzen Welt. Wir sind miteinander auch verbunden, so wie ihr auch verbunden seid miteinander, was die Zusammenarbeit manchmal sehr einfach macht, manchmal schwierig. Wir werden jeweils in den Ländern von der örtlichen Bischofskonferenz gegründet. Und es hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Bischöfe sind. Je nachdem ist dann auch die Caritas und das wissen wir eh aus Österreich selber auch, dass die nicht alle Unschuldsländer sind und dass es da in der Kirche manchmal vielleicht die Schlitze angibt. Aber grundsätzlich kommt man, also ist es schon ein großer Wert, über die Caritas Struktur arbeiten zu können und einfach auch über die Struktur, die man dadurch zur Verfügung haben. Ist es aber nur innerhalb der katholischen Kirche, oder? Muss ich gleich nachfragen, Die die Bischofskonferenz ist die katholische, genau, es ist ja in manchen Ländern gibt es dann zum Beispiel griechisch-katholische. Die sind halt, haben ein bisschen einen östlichen Ritus, der ein bisschen an den Orthodoxen erinnert, aber tun auch den Papst anerkennen. Was bei uns auch noch ist, wir als Caritas Österreich, wir können auch mit anderen Organisationen zusammenarbeiten. Also ich kann auch mit anderen NGOs arbeiten oder anderen großen Netzwerken, das ist bei uns kein Problem. Andere Caritas-Organisationen, die Deutschen zum Beispiel, bloß mit Caritas-Partnern arbeiten. Da haben wir es ein bisschen einfacher, weil in Ländern, wo es eben vielleicht eine Konstellation gerade gibt, können wir uns einfach andere Partner suchen. Oft einmal. Oder die einen Partner dürfen was, was die Caritas nicht darf. Damit haben wir eigentlich recht viel freier. Und wenn das jetzt hast, du bist Regionalkoordinatorin für Südeuropa. Was ist so der Auftrag der Caritas für ihr Wirken in Südeuropa und was ist deshalb auch so deine Tätigkeit und dein Auftrag? Ich meine, grundsätzlich ist unser Auftrag überall der gleiche, der heißt immer Not sehen und handeln. Und es geht immer um die Menschen, die in Not sind, ob das jetzt Menschen sind, die gerade unmittelbar von der Katastrophe betroffen sind, wie, weiß nicht, ob sich manche von euch erinnern, es hat vor im Jahr 2015 riesige Überschwemmungen am Balkan gegeben, da haben wir zum Beispiel Katastrophenhilfe gemacht oder jetzt zu Weihnachten Erdbeben in Kroatien. Da unterstützt man natürlich auch, aber es gibt ja diese einfach die langfristige und versteckte Not, wo man einfach auch versuchen, funktionierende Sozialsysteme aufzubauen in den Ländern. Also zum Beispiel machen wir in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo und Serbien mit diesen vier Ländern gemeinsam machen wir ein großes Projekt, wo wir versuchen, Perspektiven für junge Leute zu schaffen. Wo Arbeitslosigkeit und Abwanderung für junge Leute ist eines der größten Probleme, die die Region hat. Und da haben wir jetzt vor 2 Jahren angefangen, so mit wirklich ganz intensiver Beratung und Begleitung von der Schule weg den jungen Leuten Perspektiven zu geben, wie sie denn auch in ihrem Heimatland und da, wo ihre Familie ist, irgendwie eine erfüllende Arbeit
finden können. Und das ist echt ein total super Projekt. Und ist echt, bringt so überraschende Ergebnisse, weil in Wirklichkeit fehlt es eigentlich an Informationen, was es alles für Berufe gibt. Die Ausbildungen in den Schulen passt nicht zu dem, was der Arbeitsmarkt braucht. Es gibt ganz viele Kurse, aber wenn es dann irgendeinen komischen Beruf gibt, wo niemand weiß, was das ist, dann will den auch niemand anfangen. Und da probieren wir jetzt so ganz langsam, die jungen Leute irgendwie an das heranzuführen, und gleichzeitig versuchen wir einfach da politische Arbeit ein bisschen nachhaltige Veränderung zu bewirken. Eben zum Beispiel, dass es sowas gibt wie Lehrlingsförderung oder wie bezahlte Praktika, wo der Staat vielleicht eine Unterstützung dafür zur Verfügung stellt. Oder sowas wie bei uns gratis Schulbus. Weil für viele Kinder in so strukturschwachen Gegenden und für viele Familien ist die Busfahrkarte nicht leistbar. Die kostet ein halbes Gehalt im Monat. Und wenn ich dann entscheiden muss, geht mein Kind in die Schule oder geht es arbeiten, sage ich natürlich, der soll arbeiten oder die soll arbeiten gehen, weil dann kann sie sich die Karte selber kaufen. Und das sind so kleine strukturelle Mängel, die man sehr gut lösen kann. Und das sind spannende Sachen. Und neben dem machen wir halt auch das typische so Aufbau von einer Hauskrankenpflege in den Ländern oder Hospiz. Bewegung ein bisschen anfangen, ja, Menschen am Lebensende begleiten. Also so, das, was die Caritas in Österreich macht, versuchen wir da ein bisschen anzupassen, zu schauen, was gibt es für Lücken, wo sind Menschen in Not, wie kann man diese Not lösen, angepasst an die lokale Situation. Und natürlich eben die Menschen auf der Flucht als eine Gruppe, die dort wirklich ohne Rechte und ohne wirklich gute Versorgung gestrandet sind, ist natürlich in den letzten Jahren seit 2016 schon ein starker Schwerpunkt da. Ich wollte noch ganz kurz die Info an unsere Zuseherinnen noch geben, dass wenn ihr Fragen habt während dem Gespräch, ihr könnt jederzeit unten auf Handheben gehen, dann schalten wir euch dazu, dann könnt ihr die Frage live stellen oder ihr schreibt die Frage in den Chat. Ja, wir möchten euch aber ermutigen, die Hand zu heben und zu uns zu kommen. Ja, und Birgit, wie bist du denn zur Caritas gekommen? Also, du hast vorher schon uns erzählt, du bist vor 30 Jahren nach Wien. Ja, die haben damals, das war ja noch zu Zeiten der Sowjetunion, falls sich da jemand erinnert, wahrscheinlich nicht. Aber damals war noch Sowjetunion und die kürzeste Warteschlange beim Inskribieren war bei Russisch. Dann habe ich damals Russisch angefangen zu lernen und das war eigentlich wahrscheinlich die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe dann wir waren immer nur wenig Leute, 15, 20 Leute, haben relativ schnell, relativ gut Russisch gelernt. Wie dann das Ende der Sowjetunion war, waren wir auch eine der ersten, die dort studieren können haben oder da zumindest einmal ein Semester sein können haben. Das war wirklich super. Und nach dem Studium bin ich nach Brüssel gegangen und habe dort ja ein Jahr lang in der EU-Kommission gearbeitet. Da hat es damals eine eigene Abteilung gegeben für die Kontakte zu den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Und Dazis hat das geheißen. Die haben halt Förderverträge gemacht und diese ganzen verschiedenen politischen Abkommen. Und das war echt spannend. Also das war im Jahr vom österreichischen EU-Beitritt, wo das für uns alle noch sehr weit weg war und sehr vage. Da hat man ein bisschen so diesen Anfängerbonus gehabt. Das war damals irgendwie der Grund, warum ich die Arbeit in der Caritas gekriegt habe. Das war normal ausgeschrieben. Und ich habe halt diese EU-Erfahrung gehabt. Und habe halt da auch keine Scheu gehabt, einmal anzufangen, EU-Anträge zu schreiben. Und das war ein bisschen die Kombination. Die zwei Dinge, glaube ich, die geholfen haben. Spannend. Ja. Ja, und aktuell, was sind aktuell deine Projekte, die du betreust? Oder also, ich habe zwei Schwerpunkte.
Inhaltlich für das eine ist einfach diese Arbeit in Europa und da ist sicher am vordersten gerade die ganze Migrationsthematik am Balkan und in Südosteuropa. Das andere ist dieses Grundbeschäftigungsthema. Und dann bin ich halt grundsätzlich zuständig also für die Qualität in Projekten für Kinder auf der ganzen Welt. Also wo es zum Beispiel um so Dinge geht wie wie kann man verhindern, dass Kinder ihren Familien abgenommen werden? Wir haben alle irgendwie diese Bilder im Kopf oder von großen Waisenheimen oder von Kinderheimen, wo Kinder aufwachsen, wo es ihnen oft ganz schlecht geht. In 7/8 der Fälle ist es immer nur die Armut der Eltern, die dazu führt, dass ihnen die Kinder abgenommen werden. Und da versucht man einfach, die Familien zu stärken und eben zu schauen, wie kann man Familien in der Lage bringen, dass sie gut für ihre Kinder sorgen können, dass sie entlastet werden, dass ihnen auch teilweise Sorgen abgenommen werden. In Familienberatung über Arbeitsmarkt natürlich, ja, wie kann ich Sozialhilfegeld beantragen oder wie kann ich mich vielleicht mit einem kleinen Kiosk irgendwo in Burkina Faso selbstständig machen, dass ich ein bisschen Einkommen für die Familie habe. Oder so. Wie lerne ich mit meinem Geld umgehen? Dass ich es nicht bloß am nächsten Tag habe, sondern vielleicht auch mal ein Schuldheftchen kaufen kann. Also diese Familienstärkungsthemen sind ganz stark eben mit dem Ziel, Kinder nicht aus den Familien zu nehmen, da wo es im Best Interest of the Child, ja, im Kindeswohl, also im Sinne des Kindeswohls ist. Und manchmal muss es halt trotzdem sein, dass Kinder besser aufgehoben sind woanders, gerade wenn Gewalt in der Familie zum Beispiel ganz starke Sprache kommt. Und da versuchen wir immer zu schauen, dass die, wenn wir schon in Heime kommen, oder wenn Kinder schon in Heime müssen, dass sie dann dort zum Beispiel in einer familienähnlichen Umgebung leben, also in Wohngruppen und keine Riesenschlafsäle mit 200 Kindern. Und was dann so ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist zum Beispiel, dass alle unsere Partner Kinderschutzrichtlinien haben, dass es ganz klar ist, dass es keine Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen gibt. Dass jeder Verpflichtungserklärung unterschreiben muss, Beschwerdemechanismen, die Möglichkeit gibt, sich anonym irgendwo hinzuwenden, wenn man entweder was beobachtet, was schiefläuft, oder selber Opfer von irgendwas geworden ist. Das ist schon so ganz wichtig. Und das ist total interessant, also mit welcher Offenheit ganz viele Partnerorganisationen und Kirchliche auf das reagieren, wenn man kommt, wir möchten zum Beispiel über sexuellen Missbrauch reden und möchten das vermeiden, was für Prozedere es braucht oder was für Abläufe, also und welche Schulungen braucht sie. Also wenn man das offen anspricht, dann gibt es wirklich eine riesige Offenheit und wirklich gute Erfahrungen, um da was zu verändern. Also das ist Familienstärkung und Schutz und Sicherheit ist ein ganz ein wesentlicher Faktor in unserer Arbeit mit Kindern. Und das andere ist eben so, Zugangsbarrieren zu Bildung zu reduzieren. Also wir wissen, jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Und in vielen Ländern sind ganz kleine Barrieren, in manchen sind riesige. Ja, warum können Mädchen nicht in die Schule gehen? Wie kann man das lösen? Ja, wie kann ich das auch niederschwellig lösen? Ja, wenn ein Mädchen in Pakistan, wenn sie 12 Jahre ist, nicht mehr auf die Straße darf, dann muss man halt überlegen, wie kann die Schule zu dem Kind kommen? Da gibt es so extrem viele spannende Initiativen und Modellprojekte, die man sich anschauen kann, wo man einfach probieren, auch mit unseren Partnern gemeinsam eigentlich Wissen zu teilen und zu schauen, was für Modelle und Möglichkeiten gibt es, damit man sowas an einen lokalen Kontext anpasst. Das heißt, verstehe ich das richtig? Ihr kooperiert quasi in den Ländern immer mit Organisationen oder Initiativen vor Ort und unterstützt sie mit dem Wissen, das ihr als Caritas in Österreich und in euren weltweiten Aktionen gesammelt habt. Wie schaut so eine Kooperation genau aus? Wie kann man das erklären? Ich meine, angenommen, es ist jetzt eine Katastrophe. Wir sagen, sagen wir das Naheliegende, das Letzte, was war, Erdbeben in Kroatien, dann natürlich kriegen wir das alle mit. Dann bin ich einmal zuständig für die Region und das Erste, was ich tue, ist, ich rufe mal die Kollegin von der Caritas in Kroatien an, so schnell wie möglich und frage sie, ob wir irgendwie unterstützen können, ob sie alles haben, ob sie was brauchen, ob ihnen
schon gleich, was sie brauchen. Und dann fängt es einmal so an. Ja. Dann, wenn sie dann zum Beispiel sagt, ja, sie sind eh gut in Koordination mit dem Staat, aber sie würden zum Beispiel Assessment-Listen brauchen, nach denen man die Art der Schäden von einem Haus kategorisiert oder sowas. Dann frage ich meine Kollegen in Serbien, die gleiche Sprache reden, mehr oder weniger, ob sie vielleicht solche Vorlagen haben oder ich glaube, bei uns kann man sowas machen oder schauen bei anderen Kollegen in einem Erdbebengebiet und frage jemanden, ob man es übersetzen kann. Also so schauen wir irgendwie, dass wir uns weiterhandeln. Mhm. Und wenn es klar kam, dass zum Beispiel damals in Indonesien war beim Tsunami, riesige Schäden, riesiger Bedarf, ganz schwache Caritas. Da fahren wir nachher selber hin, so schnell wie möglich halt, ja, und schauen vor Ort direkt, vor allem in Ländern, wo dann zum Beispiel das Kommunikationssystem zusammengebrochen ist. Mhm. Schauen wir einfach, wer ist da? Ja. Also gibt es NGOs, gibt es Organisationen, von denen man das Gefühl hat, okay, die haben einen guten Blick, mit denen könnte man arbeiten, da könnte man ein bisschen was anfangen. Und dann versuchen und dann handeln wir uns halt auch vor, wie viele kleine Initiativen auch, ja. Wo man einmal mit kleinen Beiträgen probiert und schaut, wie schaut das aus in der Umsetzung, machen die das ordentlich, sind sehr zuverlässiger in der Abrechnung und so weiter. Mhm. Und dann auch überlegt, was kann man mit denen machen, wie kann man sie unterstützen, wie kann man gemeinsam in Koordinationsgremien das Beste für die lokale Bevölkerung irgendwie außerholen, ohne dass man was verdoppelt. Also so, es ist eigentlich immer so Schritt für Schritt. Da, wo man bekannte Partner haben, geht es natürlich auch leichter, aber mit denen wir langjährige Partnerschaften haben. Mhm. Aber es geht auch in Ländern, wo man neu. Ja, wir haben ja letzte Woche den Pascal Violo zu Gast gehabt und da war irgendwie für mich halt natürlich auch eine große Erkenntnis, wie wichtig das ist, dass man halt einfach aus österreichischer Organisation oder als österreichische Person halt mit Leuten oder Organisationen vor Ort kooperiert und einmal die Strukturen vor Ort kennenlernt, damit man sie tatsächlich einbringen kann. Also ich denke, wenn man... Das ist ja voll wichtig. Ja. Entschuldige. Die erste ich glaub, Frage... Das ist etwas vom Wichtigsten. Von der Theresia. Und zwar, was macht für dich eine verlässliche Partnerschaft aus? Und eine zuverlässige Partnerschaft. Ich glaube, da geht es schon sehr stark darum, also wenn ihr an die Karre das spendet zum Beispiel, dann gebt ihr uns das Geld, weil ihr darauf vertraut, dass wir das damit machen, für was ihr spendet. Und für das brauche ich natürlich im Partnerland genauso wie der Partner, denen ich vertraue, dass die das machen. Und das ist die Verlässlichkeit. Ja. Ich schaue mir natürlich an, sind die offiziell registriert und die ihre Mitarbeiterinnen anstellen und tun sie nicht irgendwie schwarz bezahlen oder unterm, also oder ausbeuten, ja, ausnutzen oder sonst irgendetwas. Sind es Organisationen, die zum Beispiel die gesetzlichen Rahmenbedingungen kennen? Ich kann nicht einfach hingehen und ein Haus bauen. Ja. Ich muss wissen, wen fährt das Land, was hat der Staat für Auflagen, was gibt es für Gesetze? So als Beispiel. Ja. Und das sind so Dinge, die klären wir schon mit unseren Partnern im Vorfeld ab, weil das einfach ganz wichtig ist. Ja, haben die ein offizielles Bankkonto? Und in vielen Ländern ist das nicht selbstverständlich. Ja. Und wenn sie keins haben, dann fragen wir mal, warum habt ihr keins? Mhm. Vielleicht gibt es einfach einen Grund, dass eine kirchliche Organisation kein Konto aufmachen darf. Dann müssen wir schauen, wie man vielleicht so eine Hürde überwinden kann. Aber es geht, also verlässlich heißt einfach, ich muss denen vertrauen können, dass sie transparent mit dem ihnen anvertrauten Geld umgehen, damit wir einen Bericht darüber ablegen können, was damit passiert. Wir wollen ja alle, wir haben ja das gleiche Ziel, wir wollen ja alle, dass es geholfen wird. Ich habe gelesen, dass im Jahr 2020 die Caritas, sagen wir mal, Pi eine halbe Million Euro oder Mitteln aufgewendet hat für die Projekte am Balkan, also 450.000 Euro. Jetzt ist meine Frage irgendwie,
Arbeit gibt es für die Caritas genug, wahrscheinlich in jedem Land auf dieser Welt, in Österreich. Und ja, zum Beispiel gerade so in den Jahren 2015, 2016 ist ja gerade so von dieser rechtspopulistischen Ecke oft gekommen, wir sollen uns nicht um die Flüchtlinge kümmern, sondern um die Leute vor Ort, die zum Beispiel kein Dach über dem Kopf haben. Jetzt ist irgendwie so meine Frage, wie geht die Caritas mit dem um? Wie wird da veranschlagt, geplant, evaluiert, wo die Mittel eingesetzt werden? Wir haben da so unterschiedliche Grundsätze, also nicht unterschiedlich, sondern es gibt einfach gewisse Dinge, die wichtig sind. Wir sagen, also es gibt dieses Prinzip Do No Harm, das habt ihr sicher bei der Pfadi auch, wo ich sage, es darf nicht sein, dass wir durch unsere Hilfsaktivitäten auf irgendeine Art an Schaden anrichten. Und der Schaden könnte auch sein, dass man die lokale Bevölkerung aufbringt gegen Migrantinnen zum Beispiel. Und schauen wir auch, dass man, gerade in Bosnien machen wir das auch, dass zum Beispiel ein Drittel ungefähr der Hilfsleistungen oder der Gelder, auch, die wir jetzt kriegen, geht an die lokale Bevölkerung, die auch extrem arm ist. Ja. Also da braucht man uns nichts vormachen. Mit einer Pension von 100 Euro kommt man auch in Bosnien vorbei. Und die brauchen genauso Hilfe. Und zum Beispiel Brennholzgutscheine und Lebensmittelgutscheine, damit da mal ein bisschen ein Bedarf gedeckt ist. Das machen wir in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt. Also auch so, dass es transparent ist und dass klar ist, dass wirklich die Ärmsten drankommen und dass das System geschoben wird. Und so versuchen wir auch immer ein bisschen ein Gleichgewicht da zu schaffen, damit da gleich, wir sind für alle da. Ja, wir sind für die Armen da, egal wo sie herkommen. Und es ist für uns der ethnische Hintergrund, die Herkunft, die Religion, ist für uns wurscht. Es geht darum eben, da sind Menschen in Not. Und egal, ob sie jetzt aus Fluchtgründen arm sind oder aus anderen Gründen arm sind, sie haben da alle Zugang, sollen alle Zugang zu haben. War das eine Antwort halbwegs? Fehlt noch was? Ich glaube, ich bin schon wieder so an den bürokratischen Strukturen interessiert. Ich finde einen total spannenden Gedanken, dass man sagt, die Bevölkerung vor Ort ebenso, dass sie so die Hilfe zugutekommen lassen. Aber zum Beispiel eine große Assoziation, die man sofort mit der Caritas hat, ist halt Kampagnen gegen den Hunger in der Welt. Aber zum Beispiel eben auch die Obdachlosigkeit in Österreich oder eben auch, sage ich jetzt einmal, Schutz schaffen für Menschen auf der Flucht. Und mir würde irgendwie interessieren, wie läuft es intern ab? Wie wird entschieden, für was Kampagnen gemacht werden, für was, wie viel aufgewendet wird? Außer das ist natürlich zu intern und das darf man jetzt so öffentlich machen. Nein, das kann man ruhig. Ich denke mal, das ist ganz einfach. Also wir haben in der Auslandsarbeit, das ist ein bisschen anders als im Inland. Ja, Inland ist natürlich viel komplexer. Wir haben neue Bundesländer mit neuen Landesgesetzgebungen und unterschiedlichen Prioritäten und auch unterschiedliche Ausprägungen der Caritas-Arbeit in den verschiedenen. Also in Österreich ist es schon ein bisschen schwieriger, die Entscheidung. Im Ausland haben wir uns schon vor 10 Jahren dazu entschieden, dass wir eine Strategie gemeinsame machen. Und also es gibt in Österreich, habe ich vorher vergessen, in jedem Bundesland, in jeder Diözese gibt es auch eine Auslandshilfeabteilung von der Caritas. Und wir haben alle miteinander eine gemeinsame Strategie, die wir alle 5 Jahre neu machen oder überarbeiten. Und da haben wir eben zwar permanente Schwerpunkte eigentlich, das ist im Hunger oder Ernährungssicherheit, eben das Positive. Und das andere ist immer eine Zukunft für alle Kinder auf der Welt. Also wo man, das sind die zwei inhaltlichen Schwerpunkte und natürlich parallel dazu die Katastrophen. Die kommt, aber wir versuchen auch in der Katastrophenhilfe, zumindest in der Rehabilitationsphase zu schauen, dass wir unsere Schwerpunktsthemen umsetzen können. Also dass man zum Beispiel für Menschen auf der Flucht ist mir immer wichtig, dass man auf die Familien schaut und auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Oder dass man gerade wie in Bosnien schaut, dass zum Beispiel die Kinder, die eine Zukunft zur Bildung haben, die dürfen in die Schulen gehen. Also dass man in dieser Katastrophensituation trotzdem sagt, okay, unser Schwerpunkt, wo wir
einigermaßen viel Erfahrung haben, den möchte man in der Katastrophenhilfe umsetzen. Oder mit Ernährungssicherheit, wo man sagt, okay, wenn Menschen lange irgendwo in einer Notsituation, in einer Übergangsphase nach einer Naturkatastrophe oder einer Flucht sind, wie kann ich ihnen Zugang zu vollwertiger Nahrung geben, wie kann ich ihnen helfen, dass sie nicht nur von Essen aus Plastiksackerl leben, sondern auch selber was dafür tun können, sich versorgen und verpflegen. Also das versucht man schon in diesen ersten Rehabilitationsschritten dann auch umzusetzen. Und das ist eigentlich die Prioritätensetzung. Super, danke schön. Ja, bitte. Ja, und zum Thema Bosnien hast du uns ja auch ein paar Bilder mitgebracht. Ja, genau. Ich dürfte dich da bitten, die mal mit uns zu teilen. Ja, also wenn das passt. Also, ja, okay. Ja. Dann probieren wir das jetzt. Funktioniert. Und wir haben uns auch darauf geeinigt, nur an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, auch wenn ihr zwischendurch Fragen habt, könnt ihr einfach die Hand heben und diese gleich direkt stellen, beziehungsweise in den Chat schreiben. So, warte mal. Du jetzt teilen. Seht ihr das? Yep. Jawohl. Okay. Und zwar, das ist ein bisschen so eine Mischung von den zwei Reisen, die wir heuer gemacht haben, im Februar und im März, jetzt vor einem Monat und vor zwei Monaten. Da waren wir vor allem in Bihać, im Nordwesten von Bosnien ist das. Und ihr habt es vielleicht so mitgekriegt in den Medien, da hat es geheißen, das eine Lager hat geräumt werden müssen. Dann sind die Flüchtlinge oder die Menschen auf der Flucht in ein anderes Lager gekommen, das schlecht ausgestattet ist. Das hat dann zum Brennen angefangen. Dann waren sie unterwegs in Bussen und es war kalt und alles. Und so die Bilder, die ihr da seht, die sind alle so in dieser Gegend, ja, wo das ehemalige Camp war, wo das neue Camp ist. Und man sieht dann auch ein bisschen, wie die untergebracht sind oder wie die Menschen leben, die nicht in den Camp sind. Das da, wo jetzt so groß No Camp davor steht, ist das geräumte Camp. Das ist eine alte Kühlschrankfabrik gewesen. Ihr seht es noch mal gleich von innen. Die ist ganz im Zentrum von Bihać. Da, von wo ich das Foto gemacht habe, da ist ein großes Einkaufszentrum. Das ist das einzigste Einkaufszentrum dort in der Stadt. Jetzt waren auf der einen Seite sind immer die Flüchtlinge gestanden, auf der anderen waren die Leute, die im Einkaufszentrum waren. Und das hat total zu Reibereien. Also, weil so mittels in der Stadt drinnen war, haben die Politiker, Wahlen waren auch gerade zu der Zeit, die Politiker haben es total genutzt für Hetze und populistische Aktionen, ja, und haben gesagt, wir wollen in Bihać keine Flüchtlinge und weiter. Das war der Grund, warum man dann gesagt hat, okay, die Menschen müssen da weg und woanders hin. Ja. Das funktioniert mit dem Schalten. Gibt es das? Ja, vorher auch schon. Ah, jetzt willst du wieder zurück. Genau, jetzt sind sogar zu. Genau. Wo ist das? Was man noch sagen muss, ja, Bihać ist an der kroatischen Grenze. Da gibt es einen Hügel, der ist so, für die, was in Wien sind, das ist so wie der Kahlenberg, überschaubar hoch, nicht wahnsinnig steil. Und auf der anderen Seite vom Hügel ist die EU. Und wenn du in Bihać, in der Stadt drinnen bist, dann dauert es ungefähr einen Tag, dass du über diesen Hügel rüber bist und bist dann in der EU. Darum ist das für die Leute irgendwie so ein Hoffnungspunkt, weil sie hoffen alle, ich habe dann bloß nur diese eine kleine Hürde zu überwinden und dann bin ich in Sicherheit. Ja. Wie sie dann vom Stadtzentrum weggebracht worden sind, die Flüchtlinge, sind sie nach Lipa gebracht worden. Da fährt man ungefähr 30 Kilometer auf solche Straßen weg von der Grenze. Also man fährt wieder ins Landesinnere ein. Was natürlich eine Katastrophe ist für die Leute. Ich meine, du marschierst dann wieder 7-8 Stunden, bis du da bist, wo du davor schon warst, nämlich näher an der Grenze. Und dort ist eben dieses provisorische Camp gebaut worden. Ihr seht da diese Militärzelte. Die haben ungefähr 24 Quadratmeter Fläche und da sind 30 Schlafplätze drinnen.
also pro Person weniger als ein Quadratmeter. Da steht in der Mitte von dem, ich weiß jetzt nicht, ob ich das, nein, das habe ich dabei. In der Mitte von so einem Zelt stehen jeweils drei Stockbetten, Eisenstockbetten, ganz nebeneinander und hintereinander. Also neun Stockbetten mit oben und unten Belegung, stehen ganz eng auf eng. Und außen herum ist bloß ganz ein kleiner, schmaler Gang. Pro Bettplatz, also jeder Mensch, der in so einem Zelt drinnen ist, hat einfach nur diesen Bettplatz für sich als Privatsphäre. Also alles, was er hat, von einem Schlafsack, den er irgendwo gekriegt hat, von einem Handyladegerät, zweiten Pullover oder ein paar Schuhe, mit denen er durch den Wald und über den Bichl kommt, alles ist in diesem Bett. Die Hygiene ist extrem. Ja. Ich meine, die haben alle die Krätze, sie haben alle Lice, Hautkrankheiten, dann so, wie heißt das, wenn man in der Kälte war, Erfrierungen auf die Füße, die schwarze Zehen einfach vom Winter. Es hat ja da auch minus 10 Grad gehabt im Februar damals. Also das ist unglaublich, wie sie dort untergebracht sind. Und das Zynische ist einfach, dass das Militär trotzdem sagt, das ist super. Es gibt da in dem Camp 5 Duschen, die nur mit kaltem Wasser sind. Es gibt kein WLAN, die Leute, also klingt nach Luxusproblemen, aber die Leute haben einfach keine Möglichkeit, auch mit ihren Familien in Kontakt zu treten, weil es so weit von der Stadt weg ist, dass da kein Netz und kein Signal ist. Also es ist schon, wir sind am Ende der Welt und ohne eine Perspektive, ohne Tagesstruktur, ohne Aussicht auf irgendwas, uns Militär bewacht sehr. Da sieht man, Ich fürchte, du hast kurz ein Art Verbindungsproblem. der Wiese versucht, ein bisschen Ich schalte mal mein Handy aus. Birgit, wir hören die ganz schlecht. Das war jetzt meins, gell? Ja, jetzt bist du Ja, kurz. wir haben die leider nicht gehört. Na, genau. Ja. Ja, dann tue ich es jetzt nochmal teilen. Tja. Entschuldigung, das passiert eigentlich normal fast nie. Du kannst mir sonst schon sagen, den Mahi-Bild offen, wenn du Ja, möchtest. probieren wir es einmal nur so, wenn es nochmal passiert, dann tauschen wir, okay? Also, eines der großen Probleme ist eben, dass sie dort nicht waschen können. Und am Anfang war es so, dass jede Woche das Militär das Gewand verbrannt hat. Dann haben wir gesagt, genau, dann haben wir gesagt, wir führen eine Wäschereiservice ein. Hat schon wieder die. Ich glaube, du machst das lieber. Haupt bei mir gescheit hier mit weiterklicken. Marco, du machst das gescheiter wie So, kommt sofort. Genau, wir haben halt dann da in dieser ehemaligen großen Halle, die man vorher gesehen hat, genau, haben wir. Da waren wir, oder? Dann nächstes, genau. Und ich glaube, jetzt können wir gleich weitergehen. In der großen Halle haben wir dann einen Waschsalon aufgebaut und unsere Kolleginnen fahren dreimal in der Woche nach Lipa auf und holen das Gewand von den Flüchtlingen, bringen es da auch in die Halle, dann das Waschen und bringen es noch wieder auf. Weil es einfach auch so ist, dass es hat jeder sein Lieblingspullover oder sein Lieblingsgewand, oder? Und aber vom Nachhaltigkeitsgedanken her ist es nur schwer verständlich, dass man Sachen wegschmeißt. Da. Ja, genau, eine Frage ist wieder gekommen. Ja. Wie seid ihr als Caritas mit Gegenwind konfrontiert, also vor allem von Behörden oder halt öffentlicher Seite, weil ja eigentlich die Caritas als kirchliche Organisation ja doch hoffentlich die Rückendeckung einer großen Religionsgemeinschaft hat. Hilft es eurer Arbeit? Ich meine, das ist in Bosnien schwierig, weil ich weiß nicht, wie weit ihr da
Bescheid wisst, für Bosnien, in Bosnien sind alle Religionsgemeinschaften vertreten. Das ist ja eigentlich offiziell ein sehr liberaler Staat, was Religion angeht. In Wirklichkeit ist es leider so, dass nach dem Daytonabkommen die unterschiedlichen Staaten sich unterschiedliche, also Teilstaaten, Kantone sich unterschiedliche Religionsbekenntnisse zugelegt haben. Und es ist nur ganz im südlichen Teil in der Herzegowina, die ist hauptsächlich kroatisch, besiedelt nach wie vor. Da haben die Katholiken keine Probleme. In dem westlichen Kanton Unasana und auch in der Republika Srpska, in dem anderen Teil von Bosnien und Herzegowina, ist es schon sehr schwierig als katholische Organisation. Was da unsere Kollegen und Mitarbeiterinnen einfach gelernt haben, ist, dass man nicht auf das Katholische so einen Wert legt, ja, sondern dass man einfach sagt, uns geht es um die Leid. Und es geht uns ja überall um die Leid. Und wir können uns da nicht auf eine Rückendeckung durch einen starken Bischof oder sonst jemanden verlassen, weil es da einfach leider nicht gut geht. Ja. Genau, jetzt können wir noch kurz nächstes Bild. Ja. Wenn du da auf Play drückst, dann seht ihr ganz kurz, das ist diese Halle, wo vorher 2000 Flüchtlinge untergebracht waren. Da sieht man noch diese Wohncontainer. Und das schaut jetzt ein bisschen schier aus. Ja? Aber wenn man das Lager davor sieht, in so einem Wohncontainer haben 6 Leute schlafen können. Und es hat dazwischen viel Platz gegeben. Es hat da eine Küche gegeben, wo man warm kochen können hat. Oben im Camp, so wie es jetzt ist, gibt es keine Küche. Jetzt letzte Woche ist eine eröffnet worden außerhalb des Lagers. Es gibt dort oben auch eben keine Möglichkeit, sich warm zu waschen oder sich einfach irgendwo außerhalb zu machen. Das hat da ganz gut funktioniert. Ist zwar trotzdem irgendwie komisch, ja, aber jetzt steht es halt leer um. Und das tut einem eigentlich fast weh, wenn man sich denkt, da wäre es, es ist ja irgendwie besser beheizbar, man ist nicht im Garten und im Dreck. War schon viel würdevoller, finde ich, als es jetzt ist. Genau, schauen wir weiter. Darum gibt es eben auch viele. Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Wir haben eine Frage aus dem Publikum, und zwar hat der Pumpe die Hand gehoben. Ich hole ihn sofort. Jawohl. Du wirst jetzt befördert, Pumpe, zum Diskussionsteilnehmer. Puh. Ja, also hallo. Hallo. Kurz weg, ich bin der Pumpi und ich hätte eine Frage. Und zwar, man sieht jetzt die Halle vorher und also davor noch das Flüchtlingslager. Und man hat schon öfters gehört, dass die EU das quasi so als Abschreckwaffe einsetzt, diese wirklich unmenschlichsten Lager, die sie da aufgebaut haben. Ist es auch da so ein bisschen der Zweck gewesen, also dass man die dann auch umquartiert hat, weil also der Container schaut, es ist jetzt nicht menschlich, aber es ist um einiges besser als ein Zelt. Und wie du es auch gesagt hast, es schaut auch viel besser aus. Und ja, ich glaube, da ist jetzt weniger in dem Fall die EU schuld. Die EU hat nichts dagegen gemacht, muss man sagen. Ja. Ich glaube, es war wirklich diese unglückliche Kombination aus Lokalwahlen im Herbst und die Lage von dieser Halle, so total im Stadtzentrum. Da sind die Leute gegangen und haben Weihnachtseinkäufe gemacht im Einkaufszentrum und es sind 2000, jetzt sage ich es übertrieben, mehr schwarze Männer hinterm Zaun gestanden. Und das ist natürlich bedrohlich im ersten Moment, ja, wenn es niemanden gibt, der versucht zu vermitteln und Verständnis zu schaffen für die Situation. Die Politik hat nicht versucht, Verständnis zu schaffen, sondern hat einfach aufgehetzt. Das war sicher das Hauptproblem. Es war ja auch die Internationale Organisation für Migration, IOM, die waren ja beauftragt mit der Lagerführung, sowohl dort in dieser Halle als auch dann im Camp. Die haben sich nachher zurückgezogen aus dem Camp, weil sie gesagt haben, das hat derart schlechte Standards, dass wir es nicht verantworten können, dort weiterzuarbeiten. Das, finde ich, war schon fahrlässig, ja, weil damit wird die Situation für die Flüchtlinge nicht besser. Aber ich glaube nicht, dass es, was man der EU vorwerfen kann, und das finde ich, das muss man auch laut sagen, ja. Und wir haben dort viele, viele Kinder und begleitete Minderjährige und Familien getroffen, die super Englisch kennen. Fragst sie, wo sie Englisch gelernt haben, und sie sagen, sie waren 2, 3, 4 Jahre in Griechenland im Lager.
Und dann fragst du dich, warum geht jemand aus der EU im Lager, wo er in einem Asylverfahren ist, warum geht er von dort weg und macht sich wieder auf den gefährlichen Weg mit seiner Familie durch Nicht-EU-Länder und strandet dann an der Grenze zur EU völlig ungeschützt eigentlich, ohne irgendeine klare Perspektive. Ich finde, das ist der Vorwurf, den man der EU machen muss, dass man sagt, sie bringt eigentlich Leute dazu, die schon einmal schutzsuchend in der EU waren, wieder wegzugehen, weil sie einfach kein Vertrauen in die Verfahren haben. Das ist das Schlimme. War das halbwegs eine Antwort? Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Und eben der Grund, also hier oben in Lipa, dieses Zeltlager, das ist viel zu weit weg von der Grenze. Und unten in das Große dürfen sie nicht mehr einig. Und darum gibt es ganz viele der Menschen auf der Flucht, die dort sind, die dann entschieden haben, wir bauen uns selber unsere Unterkunft irgendwo im Wald oder gegen den Appenkäufer. Wenn du da jetzt auf den Film druckst, da kommen jetzt zwei so kleine Filme, wo wir im Februar pakistanische Burschen besucht haben, gemeinsam mit Mutter Theresa Schwester, die so in diesem Hügel auf dem Weg nach Kroatien sich einen Verschlag gebaut haben. Und die werden von Mutter Theresa Schwestern, die kennt man von Kalkutta und so, eine nigerianische und eine indische Schwester, die sind unglaublich, die sind so super. Irrsinnig fröhliche Frauen, haben total viel Respekt vor den Menschen und kriegen auch irrsinnig viel Respekt von den Menschen, die sie dort versorgen. Da gehen sie hin, bringen oft einmal so kleine Medikamente. Seht ihr, da steht der junge Mann, der Bursche, wie er uns so nett willkommen heißt. Ja? Und wir sind dann dort 2 Stunden gesessen bei denen und die haben uns so einen pakistanischen Tee gemacht und haben uns einfach auch erzählt, wie sie so weit gekommen sind und warum sie da sind, was ihre Hoffnungen sind. Der eine war schon 6 Mal in Italien, ist jedes Mal wieder zurückgeschickt worden und sagt sich aber, er probiert es nur mal, bis er es schafft, weil andere haben es geschafft. Es kann einfach, also es ist so entwürdigend, ja, wenn man sich das anschaut. Da müssen diese Burschen, das sind junge Männer, ja, die sind so alt wie ihr wahrscheinlich oder jünger teilweise, die sind seit Jahren auf der Flucht und sitzen da und denken und haben ihre Wünsche und Träume. Ja. Die sagen, ich will Arzt werden und ich will IT-Techniker werden. Also die sind normale junge Menschen, wie wir alle, Hoffnungen und da lässt man sie das im Wald sitzen und lasst sie dort im Stich. Das finde ich da tatsächlich. Das nächste Bild, da sieht man, das ist auch so ein kleiner Film, da sieht man ein bisschen in das Schlafzelt, das sie sich gebaut haben. Jetzt hängt es, gell? Und das ist da nochmal. Oder? Das ist der nächste, oder? Oh ja, aber das war dann, glaube ich, schon fertig. Nein, ich glaube, das ist der andere jetzt. Oder? Da sieht man den Verschlag und da, wo die Sessel sind, da haben sie so ein Feuer in der Mitte und sitzen rund um das um. Und so der pakistanische Tee, das ist so eine Milch, wo man Teebeutel reinhaut. Und ganz viel Zucker. Und das trinken sie alle gern. Und die Schwestern bringen ihnen eben so Milch und Teebeutel und eben manchmal irgendwas gegen eine Bronchitis oder eine Hautsalbe und ein Biprotin, wenn sie so Erfrierungen haben. Und auf dem sieht man es dann ins Schlafzelt. Und da tun sie jeden Abend auslosen, wer außen schlafen. Also, also nicht außerhalb vom Feld. Da sieht man, da sind irgendwie alle möglichen Matratzen und Decken und alles Mögliche auf dem Haufen. Wie es im Pfarrzelt, glaube ich, auch ausschaut manchmal. Und da liegen sie danach ganz eng beieinander, damit es warm ist. Das wird immer gelost, wenn man am Rand liegt, weil da ist es halt am gefährlichsten. Weil es da Wölfe gibt und Bären gibt und andere Viecher, die in der Nacht kommen. Ja, genau, das sind die.
sind die im Wald. Was das Dramatische ist, ist einfach, dass die bosnische Regierung jetzt beschlossen hat, dass die Versorgung von den Menschen außerhalb der Lager unter Strafe gestellt wird, weil sie hoffen, dass die dadurch dann ins Lager gehen, was natürlich nichts helfen wird. Und was halt auch furchtbar ist, egal wo wir waren und wann wir waren, jeder Zweite erzählt da von den Pushbacks an der kroatischen Grenze, dass das einfach an der Tagesordnung ist. Und sie haben noch irgendwie so einen zynischen Zugang dazu. Sie probieren das Game, wirklich so richtig zu gamblen, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Und wenn ich es schaffe, also du kannst ja in Kroatien überall aufgehalten werden. Und wenn sie aufgefangen werden oder aufgehalten werden, dann passiert es leider total oft, dass ihnen die Handys weggenommen werden, kaputt gemacht werden, dass ihnen das ganze Gewand weggenommen wird und sie nur in der Unterwäsche zurückgeschickt werden. Also wirklich erniedrigende Behandlung, weit entfernt davon, einen Asylantrag stellen zu können oder sonst was. Das ist schon wirklich schlimm. Und da versuchen wir gemeinsam mit Kollegen auf der europäischen Ebene über europäische Gremien einfach einen Druck auf Kroatien zu machen, dass das nicht gehen kann. Das ist ein EU-Land, ja. Ich meine, sogar andere, also man da nimmt Ungarn noch mehr Leid auf als Kroatien. Mhm. Immer nur weiterschauen. Wie schätzt du da, Birgit, das politische Gewicht ein von euch und vom Netzwerk, jetzt sage ich auch von kirchennahen Organisationen? Anlehnt zur Frage von vorher? Ja, ich glaube, es gibt schon eine Tradition der Zusammenarbeit mit Kirchen auf europäischer Ebene. Und es wird auch, also unser Caritas-Präsident Michael Landau ist ja seit letztem Jahr auch europäischer Caritas-Präsident, was ich ziemlich super finde, ja, weil er einfach die Verantwortung voll übernimmt und dass sich sehr klar ist aus seiner Aufgabe, politische Forderungen zu stellen, die oft auf staatlicher, auf nationaler Ebene nicht gelöst werden können. Man braucht so einen Druck von der EU, um gewisse staatliche Interessen ein bisschen auf die Seite zu schieben. Ja. Und er bemüht sich da schon sehr. Es gibt da eben eine europäische Bischofskonferenz, mit der wir da abgestimmt sind, die eigentlich auch, glaube ich, auf die man schon horcht. Da. Und es gibt natürlich auf europäischer Ebene viele andere Organisationen, mit denen wir auch da im Verband versuchen, Lobbying zu machen oder einfach für die gemeinsamen Anliegen, eben vor allem für Menschenrechte und Flüchtlingsrechte. Mhm. Genau, das ist noch eben so eine andere Unterkunft, so eine illegale in der Stadt. Das war vor dem Jugoslawienkrieg, also vor 1991, hätte es ein Altersheim werden sollen. Da war der Rohbau fertig, dann hat der Krieg angefangen und es ist seither nichts damit passiert, außer dass halt wahrscheinlich hin und wieder mal Partys da drinnen gefeiert worden sind. Jetzt wohnen eben einige der Geflüchteten da drinnen, 450 Männer, in echt, also es ist wirklich wild, wie die da hausen. Und ich denke mal, jeden Tag mehr, den du in solchen Umständen leben musst, ja, macht es schwieriger, die wieder in eine Gesellschaft zu integrieren. Das ist ein absolutes Dahinvegetieren. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, ja, aber die sind wirklich auf. Das kommt eher als nächstes, glaube ich, das Foto. Da gibt es kein fließendes Wasser, da gibt es keinen Strom. Genau, so schaut die Hygiene aus, ja, mit einer Wasserflasche und zwei Stickel Seife. Und sie sich waschen, wenn du noch weiter schaust. Genau. Und es ist dann so rührend, das sind da viele kleine Zimmer, wie es eben in einem Altersheim geplant war. Und es sind immer so kleine Gruppen, die sich eben in so einem Rohbauzimmer ihren Raum irgendwie eingerichtet haben. Und die Burschen sind gerade ganz frisch gekommen und haben mit tun dort Lebensmittel, also Mehl und Eier und Holz verteilt. Und dann bauen sie sich alle da hinten, seht ihr einen Ofen, bauen sie sich oft aus wie heißt das, Felgen, oder beim Auto, mhm, wo der Reifen immer dumm ist. Da bauen sie sich die Öfen raus und das Beste ist einfach, wenn sie nach eben
da ihr Fladenbrot machen können. Aber insgesamt, wenn wir jetzt das nächste Bild noch schauen, ist das einfach eine Katastrophe. Ja. Kein Klo, kein nichts kommt. Wir haben da eine Mitarbeiterin, die eh sehr streng ist und sehr mütterlich streng und ihnen immer wieder Putzzeug und Besen und so weiter bringt. Eh gut gemeint, ja. Aber die Perspektive fehlt einfach. In Wirklichkeit wartet jeder darauf, dass der Moment kommt, wo er in der Nacht über diese Grenze drüber kann und es schafft, dass er diesen chaotischen Kölner nicht in die Hände fällt und irgendwie dann weiterkommt in Österreich oder in Italien. Und eben, wie gesagt, es sind da viele, ganz, ganz viele, die sicher schon große, schwierige, große psychische Probleme haben. Also die einfach auch die Kraft nicht mehr aufbringen, glaube ich. Viele Kinder, die keinen Tag in ihrem Leben jemals in der Schule waren oder die in ihrem ganzen bewussten Leben nur Flucht kennengelernt haben. Und das finde ich eigentlich so sträflich. Ja. Was machen wir mit dieser Generation? Egal ob die, es ist ja in Wirklichkeit total egal, ob die aus Syrien kommen, aus Bangladesch oder sonst irgendwo. Die sind Leute, die auf der Suche sind nach einem besseren Leben und nach einer Perspektive, ihre Familie gründen möchten und ein glückliches Leben führen wollen. Ja. Wir lassen sie da so im Dreck, nur weil wir sagen, sie haben keinen Asylgrund. Ich finde, das ist echt schändlich, wie man da damit umgeht. Ich weiß leider auch keine Lösung, aber das kann nicht lösen. Ich glaube, das waren jetzt meine Bilder soweit. Ja. Genau. Ja, wenn es Fragen gibt von unserer Zuhörerrunde, nur her damit. Birgit, du hast sehr oft das Wort Perspektive verwendet. In den letzten Abenden haben wir sehr viel über das geredet, so die akute Hilfe vor Ort, eben Bereitstellung von Hilfsgütern, Nahrungsmitteln, Hygienemitteln, wie du auch von euch jetzt und von euren Aktionen erzählt hast. Und ohne Frage ist es wichtig, weil einfach die existenzielle Not so groß ist. Aber weil du jetzt so viel von Perspektive redest, frage ich mich halt auch, wie geht es dann weiter? Also eben die Menschen brauchen ja Zugang zu Bildung, Rechtsberatung, ja, vielleicht Betreuung, wie sie ein neues Leben aufbauen können. Da gibt es ja eigentlich auch die jetzt Berichte von Familien, die in Österreich sind seit 5 Jahren, wo es einfach auch Barrieren im Alltag gibt, die halt da sind und die man als hier Geborener gar nicht kennt. Wie setzt sich da die Caritas ein? Also für uns ist es ganz wichtig, dass wir einfach eine nächste Phase anfangen, ja? Dass wir wegkommen von dieser reinen Notversorgung. Das ist wichtig, ja? Man will niemanden vor den Toren der EU verhungern lassen, aber es ist uns auch ganz wichtig, dass wir zum Beispiel Bosnien als Staat in die Pflicht nehmen. Bosnien hat genauso wie Österreich und die EU und viele Länder, andere Länder auf der Welt, die gerne für Flüchtlingskonvention unterschrieben. Das heißt, dass man auch in Bosnien die Möglichkeit haben sollte. Natürlich ist in Bosnien jetzt nicht so super. Das verstehe ich schon. Ja, da sind die Leute selber auch arm. Aber wenn ich jetzt eine Familie habe oder wenn ich eine Familie mit 3, 4 Kindern habe und eine 70-jährige Oma, das haben wir alles gesehen, ja, die Leute sind dort genauso auf der Flucht. Ja. Also pakistanische Familie, Oma mit 70 und 3, 4 kleine Kinder. Da kann doch niemand ernsthaft ein Interesse haben, noch einmal das zu versuchen, über am Berg in der Nacht drüber, nicht wissen, ob man das überlebt oder wie man es überlebt. Also das, und darum finde ich es so wichtig, dass man da jetzt einmal anfangen, eine ordentliche Rechtsberatung zu machen, zu schauen, gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel subsidiären Schutz beantragen, dass die Leute zumindest für eine gewisse Zeit, solange die Kinder zum Beispiel schulpflichtig sind, in dem Land zu bleiben, dass die Erwachsenen, Bosnien ist ein Land mit Arbeitskräftemangel. Da gibt's, weil alle Jungen weggehen, ja, da gibt es die Möglichkeit, dass man arbeitet. Man verdient nicht 1.000 Euro, das weiß ich, aber man kann auch mit 250 Euro in der Unterkunft einigermaßen über die Runden kommen. Ja? Dass man einfach sagt, solange die Kinder schulpflichtig sind, können die Leute bleiben und können eine Arbeit haben
Also ich finde, das wären einmal so erste Schritte, einfach um diesen Druck wegzunehmen und den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, eine Entscheidung zu treffen. Nicht immer so gezogen und gezwungen zu sein von, ich muss da jetzt drüber. Da ist ja das einzige, jeden Tag und jede Nacht denkst du an nichts anderes als über diesen Hügel, über den du drüber musst. Und ich finde, das muss mal weg. Und dann kriegen die Leute, wenn sie mal zur Ruhe kommen, denke ich mal, dann entwickelt sich was. Wir haben aus Flüchtlingslagern in Serbien zum Beispiel, die sind wirklich besser ausgestattet. Da haben wir so interessante Erfahrungen gemacht, wo haben wir da war ein Flüchtlingslager für 900 Männer. Und die waren alle aus Pakistan und Afghanistan und waren natürlich nicht so zufrieden, dass sie da jetzt in Serbien sind. Das war so eine ehemalige Militärkaserne mit vielen Gebäuden. Jetzt haben wir in einem von den Gebäuden auch, in einem haben wir ein Fitnessstudio einbaut und im anderen auch eine Tischlerei. Das Fitnessstudio war total super. Also wir haben zwar so Sport, also da waren so freiwillige junge Burschen aus der Umgebung, die gesagt, sie würden gern da Trainer sein und die haben dann so Wettbewerbe organisiert, weiß ich nicht, Gewicht heben, Fußballspiel, dieses Cricket, was wir da in den ehemaligen englischen Kolonien überall spielen, haben da die vollen, also eine Fragestruktur eingeführt und ein bisschen an Wettbewerbsgedanken eingeführt. Das hat schon super funktioniert und in der Tischlerei haben wir einen pensionierten Tischler gehabt, der angefangen hat, Garten zu bauen. Und da sind dann aus der ganzen Umgebung die Leute kommen und haben sich ihre Hundehütten, Gartentische, Bänke und was Gott was alles bei den Flüchtlingen bestellt und machen lassen. Und auf einmal haben die gesagt, naja, da ist eh nicht so schlecht. Also auf einmal haben sie gesagt, okay, da kann ich was verdienen, da sind die Leute freundlich, ich muss keine Angst um mein Leben haben, die Sprache lerne ich auch irgendwie. Also das, und ich finde, das ist das, wenn du zur Ruhe kommst, wenn du eine Beschäftigung hast, dass du nicht ständig nur an diese blöde Grenze da drängst, sondern einfach einmal sagst, ah, da gibt es ja auch Leben. Ich muss nicht immer auf die Zukunft warten. Und das finde ich, das war so wichtig. Ja, wenn man, und da war es aber in Serbien einfacher, weil es einfach besser organisiert war. An dem arbeiten wir jetzt gerade in Bosnien, dass wir das irgendwie auch schaffen. Der Bernhard fragt im Chat noch, was können wir als Organisation tun, also wir als PPÖ? Man spenden ist natürlich immer super, ja. Das ist das. Ich weiß das nicht zu klären. Das ist ja, man, es ist voll schwierig. Ja. Ihr wisst es sicher von den anderen auch schon, die mit euch geredet haben. Freiwillige dorthin zu schicken, ist extrem schwierig. Der Bedarf ist da, dass es Leute gibt, die was mittun und tatkräftig sind. Aber es sind einfach die Behörden und die Strukturen so schwierig, dass ich mal, also ich will da nicht verantwortlich sein, ganz ehrlich, ja. Also die Vorstellung, jemanden in dieses Abbruchhaus zu schicken und dann verantwortlich dafür zu sein, ob der gesund da wieder rauskommt und ob ihn die Polizei nicht mitnimmt, ja, weil offiziell darf man dort ja nicht mehr helfen. Das ist schon hart. Ich meine, ihr habt ja auch eine europäische Vertretung. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Chance. Ihr habt auch viele, glaube ich, ziemlich einflussreiche Menschen unter den Pfadfindern. Auch die könnte man nutzen, denke ich immer. Und was ich immer super finde, ist einfach, wenn junge Leute mit jungen Methoden was machen. Wenn ihr, weiß ich nicht, Flashmobs macht, irgendwelche Kampf, wenn ihr einfach sagt, dass euch das nicht wurscht ist. Weil die sind so, uns redet ja unsere Politik rein, niemand will von Flüchtlingen was wissen. Gar nicht. Also ich denke mal, so abzuzeigen, wir sind solidarisch, ja, auch wenn die Politik uns einreden will, ihr wollt davon nichts wissen. Ja. Ich finde, da muss man schon an Widerstand sagen in Österreich und sagen, uns geht es schon was an, so wie es jetzt bei den Mahnwachen ist. Oder wenn man sagt, das ist nicht mein Österreich, das ist nicht mein Europa, wo die Leute davor im Dreck stehen müssen und dahin vegetieren.
Ich finde, das sind so die Sachen, wo man wirklich ganz viel bewegen kann, also eine große Bewegung. Und eben eure coolen Methoden nutzen, ja, wo man sagt, Pfadis gibt es ja dort. Ja. Man kann da sagen, was macht man aus allen Halstüchern einen großen Pfeil von Österreich bis Bosnien? Oder wo ist eine Solidaritätskette an einem Wochenende? Oder sagen wir, dass wir zusammenhalten? Also ich glaube, solche Maßnahmen sind extrem wichtig, um einfach auch zu zeigen, dass wir nicht so leicht manipulierbar sind. Und dass ihr als junge Leiter nicht so manipulierbar seid. Ja? Ihr seid solidarisch, ihr lasst euch nicht einreden, dass euch das nichts angeht. Ja? Ich finde, darf man mit dem Schlüssel ein bisschen auf die Zeichen steigen. Ich hoffe, auch machen kann, Spione nicht zu zählen. Die Chat-Protokolle. Wir werden dir oft das beantwortet, deine Frage. Hoffen wir es. Wie hast du da jetzt die letzten, sage ich mal, das letzte Jahr vielleicht erlebt? Jetzt nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern irgendwie auch seit dem Brand von Moore, habe ich das Gefühl, das war eine Zäsur, die das Thema Flucht und vor allem halt auch die europäische Migrations- und Asylpolitik wieder sehr in den Fokus gerückt hat. Und eben solche Sachen wie zum Beispiel Solidaritätscamps oder so sind entstanden. Wie habt ihr das erlebt bei der Caritas? Ist das Thema Flucht wichtiger geworden? Was man bei uns schon merkt, ist, ich meine, das war 2015 damals auch so, dass einfach sehr viele kleine Hilfsorganisationen, Initiativen, Aktivistinnen sich gemeldet haben und fragen, wie können wir zusammenarbeiten und was können wir machen. Und das ist für uns als eine große Organisation oft einmal schwierig, ja? Weil wir eben ein großer, behäbiger Apparat sind. Und wichtig ist, dass die kleinen, schnellen, agilen das machen, was sie machen. Das, also ich finde, was sich so in diesem letzten Jahr, das war 2015 noch nicht so klar, und jetzt hat sich das ganz gut außerkristallisiert, glaube ich, dass es für ganz viele Sachen sind kleine Organisationen viel besser. Die können schnell mit irgendwas irgendwo hinfahren, können das machen. Ja, die können ein Lastauto nehmen mit 17, weiß ich nicht, Grillutensilien oder was immer, oder Sommerzelte, keine Ahnung, können das irgendwo aufbauen und haben damit innerhalb von einem Wochenende, haben die was geschafft. Das kennen wir nicht. Ja. Wir haben Abläufe, wir haben Prozeduren, wir müssen Genehmigungen und hin und her. Und ich glaube, was wir in diesem letzten Jahr gelernt haben, ist, wie wir uns ergänzen können. Und wie wir gut zusammenarbeiten in gegenseitiger Wertschätzung. Also das ist, glaube ich, schon was wir echt jetzt auch gelernt haben und wo wir geübt sind, ist trotzdem nicht immer einfach. Aber ich glaube, der Respekt voreinander ist gewachsen, gegenseitig, und finde ich gut. Und was halt so, was ich so schlimm finde, ist mit dieser ganzen Corona-Geschichte, es ist vieles möglich, ohne dass man hinfährt, aber die Zwischentöne und die wirklichen Gespräche führst du nicht über Zoom. Du führst sie auch nicht über das Telefon. Ja? Und die wirklichen Informationen und Eindrücke kriegst du nur, wenn du mit den Leuten redest. Ja? Ich muss nicht jede Woche hinfahren. Aber wenn ich einmal im Quartal hinfahre, mal Spieler zu kriegen, oder um einfach mit den Kolleginnen vor Ort Gespräche zu führen, die man am Telefon nicht führt, dann geht danach die Arbeit wesentlich besser weiter. Und das fehlt uns einfach. Das fehlt uns bei Griechenland, das fehlt uns bei Bosnien. Und also diese zwei Reisen jetzt, die so schnell hintereinander waren, waren extrem anstrengend, weil es einfach wirklich mühsam ist, jetzt auch zu reisen. Du musst schauen, dass du rechtzeitig einen blöden Test machst, dann sind Warteschlangen beim Test, dann kriegst du das Ergebnis nicht, dann bist du an der Grenze, dann musst du, also es wird alles so kompliziert und gleichzeitig hast du danach, also es sind jetzt bei jeder Reise danach 3, 4 Mitarbeiterinnen an Corona erkrankt und ich denke mir dann immer mal so ein Glück, dass ich es nicht gekriegt habe und andererseits denke ich mir, ich will es aber jetzt auch nicht mehr herausfordern, also ich will jetzt nicht fahren, bevor ich nicht geimpft bin oder es gehabt habe, ja. Also das sind so Überlegungen, die mir eigentlich nicht taugen und eigentlich
sonst fahre ich eigentlich kein kalkulierbares Risiko, aber es ist eben nicht mehr kalkulierbar. Das ist das Ungute. Ja, das ist das, was dieses letzte Jahr wirklich auch sehr schwierig gemacht hat in der Arbeit. Oder die nächste Reise nach Serbien machen und sich tun impfen lassen. Das wäre doch, das wäre. Die Frage ist, ob es anerkannt ist dann, weißt du? Wenn die... Ja, klar, das ist die nächste Frage. Ja. Wir haben jetzt die Theresa, die Teddy zu uns geschaltet. Und... Hallo Terry. Na, magst du nicht? Hallo? Ja, jetzt. Ja, jetzt. Hi. Cool. Schön, euch auch zu hören. Ja, ich habe eine Frage. Du hast sehr, sehr viel Erfahrung, sehr viel Auslandserfahrung eben mit diesem östlichen Bereich. Wie siehst du denn so dann die erste Zeit, wenn es darum geht, dann die Leute, die geflüchtet sind, in Österreich zu integrieren? Wie wäre deine Traumvorstellung, dass das Österreich und wir gut stemmen können? Sind es dann noch die kleinen Vereine oder was sind deine Visionen dazu? Das würde mich interessieren. Das ist auch so schwierig, oder? Ich meine, da gibt es andererseits das, oder ich erzähle, wie es bei uns da, also ich komme aus Tirol und aus dem Lechtal, aus einem kleinen Ort. Da sind damals 2015, glaube ich, 20 Flüchtlinge aufgenommen worden. Und am Anfang war ein bisschen Zurückhaltung da und irgendwie hat sich das dann aber von einem typischen Notversorgungsding in eine richtige Integrationsbewegung eigentlich entwickelt. Ja, wo meine Mama, damals hat sie mir immer erzählt, sie hat jetzt da eine afghanische Freundin, die hat jetzt schon gesagt, ja, das kommt doch richtig nicht. Und sie teilt sich hier, oder sie redet halt mit ihr öfters beim, die gehen miteinander spazieren. Die Mama hat ihr so Wanderstecken ergeben, damit sie das, damit ihr das auch Freude macht, das Spazieren gehen. Und haben sich halt austauscht über die Sorgen, die man mit Kindern hat. Und wo man denkt, das ist so, das geht in einem kleinen, überschaubaren Rahmen. Das wäre für mich das Ideale. Ja? Wenn ich, wie viele Sterbende Dörfer gibt es in Österreich? Halbe Waldviertel wahrscheinlich. Oder wo immer, ja, in die anderen Bundesländer ja auch. Da sind die Bürgermeister froh. Der Gemeindebund sagt das immer wieder. Oder sie möchten Flüchtlinge, damit sie die Schulen offen halten können. Und wenn das jetzt nicht 100 sind, sondern 3, 4 Familien, dann ist das überschaubar und dann kann die eine Organisation kann mit den Frauen was machen, die andere Organisation kann mit den Kindern eben, die Pfadis können die Kinder bewusst einladen, vielleicht auch dazu zu kommen. In der Schule gibt es vielleicht dann eine Stützlehrerin, die ein bisschen unterstützt, da haben dann auch die Kinder von dort was davon, die vielleicht ein bisschen langsamer sind. Also da gibt es ja so viele Modelle auch schon, wie Integration gut funktionieren kann und wie alle davon funktionieren können. Das wäre für mich so das Ideale, dass man die Leute einfach ein Ankommen ermöglichen kann. Ich glaube, in der Stadt wie Wien ist es schwierig. Du bist halt dann irgendwo, außer wenn man bei den unbegleiteten Minderjährigen gibt es, glaube ich, viele gute Erfahrungen und viele Erfolgsgeschichten in Wien, wo sie Pflegefamilien gefunden haben. So Buddy-Systeme gibt, die helfen bei der Arbeitsplatzsuche oder bei der Schule und so weiter. Da gibt es, glaube ich, schon Erfolgsgeschichten. Aber ich glaube, es ist insgesamt in einem überschaubaren Rahmen ist es einfacher. Das wäre so meine Vision ein bisschen, die Leute eine neue Heimat ermöglichen. Das wäre es eigentlich, ja. Ja, es soll ja dann doch der finale Ort sein für die Leute. Genau. Ja, bitte gern. Danke, Terry. Als nächstes holen wir jetzt den Peter noch zu uns. Ja, hallo. Hallo. So, wenn ihr das weggeschiebt, dann sieht man sogar, ja. Hallo, ja, vielen Dank
für die vielfältigen Einblicke in die Arbeit der Caritas und auch in die ganz persönliche. Und ganz persönlich ist eh schon ein bisschen mein Stichwort. Mich würde interessieren, bei all den Projekten und den Erlebnissen, die du hast, du hast gerade gesagt, die letzten Reisen waren auch insbesondere anstrengend. Was sind so ganz positive Erfahrungen, die du mitgenommen hast, oder so Momente, wo man irgendwie merkt, okay, ja, deswegen tue ich das, deswegen engagiere ich mich bei der Caritas schon so lange und das gibt mir irgendwie eine Kraft, was sind so die Lichtblicke? Ich finde ja leider das Flüchtlingsthema ganz furchtbar, weil es da so wenig Erfolgsgeschichten gibt. Ja. Also wenn man dort arbeitet oder wenn man in diesem Flüchtlingsbereich an den Außengrenzen arbeitet, dann hat man leider immer eher Frust. Ja. Aber was sicher positive Geschichten waren, waren diese jungen Männer in Serbien, die dann ihre Gartenmöbel verkauft haben. Das war extrem super, wirklich. Und die waren so nett und so motiviert und lustig. Ja. Und was aber schon, es geht eigentlich nicht nur um die Erfolgsgeschichten, sondern eigentlich geht es so um die berührenden Momente, wo der Unterschied egal ist. Wenn das war jetzt beim letzten Besuch, waren wir in einem Familienlager auch. Und ich habe mit einem Burschen geredet, der war aus Bangladesch oder so. Und der ist da gesessen und hat gemalt. Ja. Das war halt so ein Animationsprogramm oder halt Tagesstrukturangebot. Und der Bursch hat irrsinnig schön gemalt und hat da hat es einen Mitarbeiter gegeben, der hat das erkannt und hat ihn da einfach gefördert, hat ihm verschiedene Methoden gezeigt. Und der Bruder, der war 14, hat seit 5 Jahren seine Familie nicht mehr gesehen, ist mit irgendjemandem mitgegangen. Und wenn du mit dem geredet hast, das war einfach wie einer von meinen Buben, wie sie kleiner waren. Ja. Also das war kein Flüchtlingsbub, das war kein Bub, der irgendwo alleinig ist und schlimme Sachen erlebt hat. Das war einfach ein kleiner Bub mit seinen, dem der Flaum gewachsen ist, der unsicher war in seinem Körper, und der einfach Wünsche und Hoffnungen und Perspektiven gehabt hat und gesagt hat, eines Tages werde ich in London eine Ausstellung machen mit meinen Bildern. Und dann haben wir gedacht, wie gern darf ich da alles Gute wünschen für die Ausstellung. Das ist irgendwie nachher das ist das Schierche, dass man es fast nicht sagen traut. Und andererseits dann doch sagt, ja, weil vielleicht wird das ja wirklich. Und das sind so, also da denke ich mir dann oft, das sind schöne Momente, oder wie wir das gesehen haben im Wald, wenn wir bei den Burschen waren, da habe ich mich halt auch beim Weggehen auch bedankt für den Tee und dass sie so viel Zeit mit uns verbracht haben und uns so viel erzählt haben. Dann hat der eine von ihnen gesagt, na, er muss sich bedanken. Weil jetzt haben sie endlich wieder mal was zum Reden. Weil sie haben sonst eh keine Abwechslung. Und wenn man denkt, das ist so schön. Das sind nichts anderes als eben, die sind nichts anderes wie mir. Ja. Und das sind wirklich so, das sind so ergreifende Momente, wo man einfach wieder so auf die gemeinsame Menschlichkeit irgendwie auch zurückkommt. Oder? Wo man alle, da sind wir alle gleich. Wir freuen uns alle über einen Besuch und über jemanden, der mit uns redet. Und das sind die schönen Momente. Ja. Wenn man den Menschen sehen kann und nicht den Flüchtling. Und nicht den Flüchtling, genau. Und nicht das Problem. Sondern einfach sieht, das ist ein Bub, der wünscht sich genauso was Superes zu werden wie jeder andere. Oder das ist ein Mann. Also, Mädchen sind halt selten zum Glück. Ja. Aber das sind alles liebe Buben. Da steckt so viel an Potenzial drinnen. Da gibt es so viel, was man aus denen außerholen könnte, wenn man sie nur lassen kann. Das ist das Frustrierende, ja, dass man sie einfach nicht lassen kann. Danke, dass ihr die Menschen so in den Mittelpunkt stützt bei eurer Arbeit. Ja. Und danke fürs Teilen. Ja, gern. Ja, gibt es denn sonst noch Fragen?
So, die Terry kommt nochmal zu uns. Okay. Danke vielmals fürs Zuschalten. Gerne. Es geht auch wieder um dieses Thema Integration und auch die Sichtweise mancher Menschen über Geflüchtete. Das wird ja oft geschoren durch kurze Momente, bei denen man ihnen im Alltag begegnet, aber vielleicht gar nicht der direkte Interaktion, so wie du es beschrieben hast, mit Spazierengehen, sondern so beim Einkauf. Und natürlich sind es unterschiedliche Kulturen, die unterschiedliche Interessen haben, auch so in diesem Alltag und die sehr wahrscheinlich einen großen Unterschied dazu unseren haben. Wie ist es dann überhaupt vor Ort im Osten, wenn man das so sagen darf? Ist es denn darum geht, dass der Mensch dahinter steht? Es ist auf der einen Seite die Sichtweise mancher Leute, dass der Mensch doch anders ist. Wie kann man da drüber schauen? Vor allem auch, dass der Mensch noch Mensch ist und auch diesen Wert bekommt, Mensch zu sein, obwohl er anders ist. Wie hast du das erlebt? Ist es wirklich so viel anders oder sind da dann im Großen, weil du ja so viel gesehen hast, die Werte dann doch die gleichen? Also ich glaube, die Werte sind die gleichen überall und auch die Ängste sind die gleichen. Weil das siehst du ja auch bei uns, in dem Moment, wo die Leute Angst haben, dass ihnen jemand anderer was wegnimmt, kommst du Reibungen. Ja? Wenn bei uns die Sozialhilfeempfängerin Angst hat, dass ihr die Flüchtlingsfrau Sozialhilfe streitig macht, ja? weil die vielleicht noch weniger hat, wird sie zur Ausländerfeindin, wenn ich das übertrieben sage. Genauso ist es überall. In dem Moment, wo ich Angst drum habe, dass mir jemand was wegnimmt, wenn mir niemand das erklärt, wie es wirklich ist, ich glaube, dann ist es schwierig. Ich glaube halt, dass das ein ganz natürlicher Instinkt wahrscheinlich sogar ist. Ja? Ich will immer schauen, dass ich noch zum Essen habe und noch zum Überleben habe und dass meine Kinder vierter viel stark und erwachsen machen kann. Aber ich glaube, es braucht einfach es braucht ganz viel an Vermittlung, ganz viel an Erklärung. Aber warum die Leute weggehen? Also, was zum Beispiel für mich so ein Aha-Erlebnis war, im Gespräch mit Bosnierinnen und Bosniern haben sie oft gesagt, da kommen nur Männer, wie gibt es das? Dann habe ich gesagt, naja, der Weg ist gefährlich und so. Bosnierinnen, jeder hat eine Fluchtgeschichte in der Familie. Jeder. Irgendjemand ist in den letzten Jahren geflüchtet, ob es der Vater, die Mutter, der Mensch selber war, irgendjemand war es, also jeder kennt Geschichten über Flucht, über sie am eigenen Leib oder in der eigenen Familie erlebt. Und die Bosnierinnen sagen, aber wir lassen doch nicht die Männer weggehen. Wir bei uns haben wir die Frauen- und Kindergeschichte, damit die in Sicherheit sind und die Männer sind geblieben. Das sind einfach so verschiedene Bilder. Und wenn die jetzt da lauter Männer sehen, dann sind das die lauter Egoisten. Die Frauen, die schwachen Frauen, die Kinder haben zurückgelassen. Und ich glaube, das sind ganz kleine Dinge, die man erklären kann. Das sind kulturelle Missverständnisse oder Verständnisschwierigkeiten. Und denke mal, auf die muss man draufkommen. Und da gibt es auch bei uns vieles. Ich weiß, mein Papa hat immer... Also bei uns hat es viele Gastarbeiter da haben gegeben aus der Türkei, die in einer Fabrik gearbeitet haben. Und mein Papa hat es nicht verstanden, dass die in einem Anzug in die Arbeit gehen. Also in einem schwarzen Anzug und nicht im Arbeitergewand. Hat er gesagt, die sind jeden Tag im Sonntagsanzug. Die mögen nicht arbeiten. War seine Interpretation von dem. Das war ihm halt einmal erklärt, dass die halt immer so anzogen sind. Oder dass das daheim so üblich ist, wenn man auf die Straße geht, dass man einen Anzug anzieht. Und ich glaube, das sind diese kleinen Vermittlungsaufgaben, wo man zuhören muss, gut nachfragen muss, wo sind die Missverständnisse? Warum kann man nicht den Mensch sehen? Warum sieht man was anders? Warum sehe ich den Anzug? Ja? Warum sehe ich nicht den Mann, der arbeiten geht? Oder warum eben... Die Männer an sich sind keine Bedrohung, wir sind schwache, entkräftete Burschen in Wirklichkeit. Die sind keine Bedrohung, aber für die Bosnierinnen und Bosnier
unbedingt, dass Männer die Familie im Stich lassen. Und ich glaube, da diese Aufgabe, das zu vermitteln, das müssten wir alle miteinander viel besser in den Griff kriegen. Und dann könnte man wahrscheinlich, dann wird vieles einfacher gehen, ja, ob es um Integration geht, oder um ein gemeinsames, verständnisvolles Zusammenleben. Danke vielmals. Es ist schon sehr, ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt, weil ja doch eher dann in solchen Kreisen, wo darüber gesprochen ist, selten jemand auch dabei ist, der dann mit seiner anderen Sicht dann auch darüber redet. Ja, danke schön für dieses Ja, bitte. Ganze. Ja, bitte gern. So, gibt es noch Fragen von unserer Runde? Ja. Okay. Ende, du musst die Mikro noch einschalten, bitte. Das auch noch, ja. Danke. Hallo. Vielleicht anschließend eben zu dem, was du zuletzt gesagt hast, Birgit. Kann man irgendwie einen Unterschied machen zwischen Flucht und Migration? Weil Migration ist etwas, das gibt es seit Jahrtausenden. Das ist in der Natur des Menschen, dass die Leute einfach einen besseren Platz zum Leben suchen. Ja? Das ist jetzt egal, ob das Europäer sind, die in die USA auswandern oder ob das eben Leute sind aus dem asiatischen Raum, die nach Europa kommen. Und ich habe halt oft den Eindruck, dass man immer sagt, Flucht hat irgendwie eine besondere, sozusagen ein besonderes Bummerl, würde man sagen, irgendwie eine negative Trunkierung ganz einfach. Ja? Mhm. So nach dem Motto, wer flüchtet, bringt die Angst mit sich. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen? Ist das auch so, oder bist du überhaupt in einem Umfeld, wo man sagt, Migration ist etwas Normales, oder siehst du eigentlich in deinem Umfeld nur immer diesen negativen Eindruck oder diesen Unterton zum Thema Flucht? Ich finde, das ist echt spannend, ja, weil ich glaube ja, dieses ganze Flucht und Migration, dieses Dilemma, ja, das kommt ja aus was Gutgewolltem. Das kommt ja aus der Genfer Flüchtlingskonvention, die gesagt hat, Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen wegen Krieg, haben ein Recht, auf der ganzen Welt Schutz zu bekommen. Also es gibt, und dann gibt es aber, und da ist aber das immer in Verbindung mit einem Fluchtgrund gesehen worden. Ich darf nicht einfach gehen. Damals aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das gesagt, um einfach das nicht mehr, einfach das zu verhindern, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ja, das Leid ohne Perspektive, ohne Hoffnung von einem Land ins andere reisen müssen haben, bis sie irgendwo endlich unterkommen können haben. Da hat man gesagt, Genfer Konvention, Menschen, die auf der Flucht vor Gewalt und Krieg sind, die verfolgt sind, die um Leib und Leben Angst haben müssen, die haben ein Recht darauf, Asyl irgendwo zu kriegen. Und damit hat man aber denen, die gesagt haben, wir wollen unsere Heimat verlassen, weil wir da keine Zukunft haben. Ich bin nicht verfolgt, aber ich will trotzdem weg. Denen hat man eigentlich ein bisschen Möglichkeiten genommen. Verschärft hat sich das Ganze, wie dadurch, dass es eigentlich keine legalen Möglichkeiten gibt, in die EU zu kommen. Ich kann aus Pakistan, okay, wenn ich jetzt einen Mangelberuf habe, was ist ein Mangelberuf? Krankenschwester, glaube ich, oder? Babysitterin, Lehrerin. Ich glaube, für Prostituierte gibt es auch noch eine Ausnahmeregelung, aber sonst gibt es nicht wahnsinnig viel IT, ja, wahrscheinlich. Aber ich habe kaum legale Möglichkeiten, aus einem dieser Länder, von denen die Flüchtlinge kommen oder die Migrantinnen kommen, ja, zu sagen, ich mag woanders mein Leben probieren. Ich mag woanders meine Zukunft aufbauen. Ja? Das gibt es nicht. Und das ist das Ungerechte. Und das versuchen wir schon. Ich meine, jetzt haben wir, es gibt so Initiativen, da habe ich ja auch davon gehört, so, dass man zum Beispiel Klimawandel als Flucht
akzeptiert wird. Also wenn Menschen die Lebensgrundlagen in ihrer Heimat genommen werden, weil es kein Regen mehr gibt oder weil der Wasserpegel steigt und das Dorf nicht mehr existiert. Das wird gerade diskutiert, ja, dass man sowas als Fluchtgrund akzeptiert. Aber warum muss ich es so machen? Warum kann ich nicht sagen, es gibt Möglichkeiten, ich kann mich bewerben, ich kann so wie für Green Card in Amerika oder in Kanada für sowas, ich kann mich bewerben, von mir aus gibt es eine Lotterie, egal. Ja. Aber irgendeine Möglichkeit gibt es, ohne dass ich mich um mein Leben und meine Familie gefährden muss. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass du gesagt hast, dass die Leute in Bosnien, die Flüchtlinge oder die Flüchtenden wirklich sehr abwehrend irgendwie behandeln auch, ja, und sehr abweisend. Und das habe ich deswegen spannend gefunden, weil wir in den 90er Jahren ja hier bei uns sehr viele Möglichkeiten eben für, vor allem, ja, wie du es richtig sagst, Frauen mit Kindern gefunden haben, um die hier auch bei uns, um denen was zu ermöglichen, ganz einfach, weil die eben in dieser Fluchtsituation waren damals, ganz einfach aufgrund des Krieges. Mhm. Wo meine Frage halt ist, ist, hättest du eine Idee, wie man dort klar machen könnte, dass das auch wieder eine Art von Migration ist und vielleicht so, wie das in Serbien gelungen ist, wo man sagt, die bringen etwas mit, was ja wertvoll ist für euch als Gesellschaft in Bosnien? Ja, ich habe das vielleicht ein bisschen zu überspitzt gesagt. Das war wirklich in dieser Wahlkampfsituation, die da im Herbst war, hat man einfach wirklich diese zwei Gruppen gegeneinander aufgehetzt. Aber man sieht bei allen Mitarbeiterinnen, die in den Lagern, in den unterschiedlichen Einrichtungen, egal, jeder Mensch, der mit den Menschen auf der Flucht irgendwie in Kontakt kommt, ist freundlich. Das sind keine bösen, unfreundlichen Menschen, sondern sind freundlich, herzlich, gastfreundlich, wie jeder andere auch. Ja. Ich denke mal, jeder hat grundsätzlich, ist einmal lieber freundlich als unfreundlich. Und ich glaube, kritisch wird es da, wo man Sorge haben muss, dass eine Not gegen die andere ausgespielt wird. Wenn es dann heißt, die Not der Flüchtlinge ist wichtiger als deine Not als Bosnierin. Da wird es gefährlich. Ja? Und darum schauen wir ja zum Beispiel, dass man sowohl die lokale Bevölkerung als auch die Menschen, die dort in den Lagern sind oder so. Damit wir einfach auch sagen, ihr seid uns beide wichtig, ja? Und ihr habt beide Bedürfnisse und Nöte, die gestillt werden müssen und wo im Moment die Regierung nicht in der Lage ist, das zu machen. Drum, also ich glaube, das sind so langsame, vorsichtige Schritte. Es ist halt immer, man kann wahrscheinlich leider sagen, Bosnien ist der Failed State in Europa. Ja? Da ist nach dem Dayton-Abkommen nichts mehr passiert. Wenn man sich vorstellt, es gibt 13 Bildungsministerien. Wenn ich ein neuer Matura-Termin braucht die Zustimmung von 13 Ministerien. Passiert nichts in dem Land. Es gibt genauso 13 Gesundheitsministerien, 13, was Gott was alles. Ja. Weil Bosnien hat keine Corona-Impfungen zugeteilt gekriegt, zum Beispiel, weil es nicht in der EU ist, weil die Regierung und die 13 dazugehörigen Ministerien vergessen haben, was Gott was rechtzeitig zu machen. Und jetzt sind sie auf dieser UNO-CONAX-Liste auf Platz 113, irgendwo hinter Ruanda. COVAX heißt es. Also diese kostenlosen Impfungen für die armen Staaten. Ja. Also ja, das Land fühlt sich ja sowieso vergessen. Und seine Menschen fühlen sich auch vergessen. Und die sind auch der eigenen Regierung nichts wert. Das spüren die Leute jeden Tag. Ja. Und natürlich ist das eine explosive Stimmung. Ja. Da braucht bloß einer, doch ganz einen kleinen Funken braucht es nur und es kann was passieren. Ja. Ja. Danke. So, ich sehe noch eine gehobene Hand. Hallo Birgit, danke nochmal. Hallo. Nochmal.
du hast gesagt, auf der einen Seite ist es sehr wichtig zu vermitteln zwischen zwei verschiedenen Parteien, eben den Flüchtlingen und den Leuten vor Ort, gerade in diesen Regionen. Dann hast du erzählt von diesem sehr positiven Erlebnis mit, die Flüchtlinge haben etwas geschaffen und die Leute vor Ort haben den Wert entdeckt, den Wert des Menschen, den Wert der Arbeit. Mhm. Kennst du über all deine Jahre Alternativen zu diesem System, der Mensch muss erst seinen Wert präsentieren, damit er Wert hat? Spannende, sehr philosophische Frage. Ja. Ich meine, ich glaube, jede Mutter weiß, dass es in dem Moment, wo du ein Kind auf die Welt bringst, du liebst es, ohne dass es vorher sagen muss, was es wert ist. Ja? Also ist, diesen Moment gibt es mit, ich glaube, mit in ein paar, also ich glaube, es gibt sowas wie eine uneingeschränkte Liebe, Wertschätzung, umfassende Freude an Menschen, die einfach da ist, ohne dass man materialistisch irgendwie einen Wert und einen Preis dafür bestimmen muss. Ich glaube, das gibt es in der Familie, das gibt es in Freundschaften. Aber natürlich gibt es halt auch sowas wie eine Hackordnung und der Erste bestimmt und der Zweite ist der Zweite. Ja. Also es gibt so, für mich ist das Wort Wert ein bisschen schwieriger, weil Wert und Preis dann doch oft sehr nahe beieinander sind und das klingt für mich sehr eben nach Bewerten. Mhm. Und mir werden lieber die Werte, also die, was sind die Werte, die uns verbinden? Ich glaube, auf der Ebene würde es gehen. Ja? Wenn ich sage, wo sind die, ich muss nicht zuerst sagen, dass ich dir was geben kann, bevor du mich mögen kannst. Ja? Ich glaube, wenn wir erkennen, dass wir die gleichen Werte teilen, dann geht es auch ohne, dass wir mit Übergeben und Nehmen reden müssen. Das fällt so wieder auf der Metaebene ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, die Werte wären das Zauberwort. Danke, das war sehr aufschlussreich oder trotzdem sehr. Nee, also es ist spannend, weil gerade in Diskussionen wird man eben mit diesen zwei Händen konfrontiert. So oder so, gerade wenn Geflüchtete bei uns sind, es gibt ja kaum Möglichkeiten, dass sie sich überhaupt beweisen können, auf der einen Seite und auf der anderen Seite da zu vermitteln und die Herangehensweise dann ermitteln zu können mit, was sind die Werte, die euch verbinden, finde ich sehr positiv und würde ich gern mitnehmen aus diesem Interview heute. Ja, freut mich. Danke vielmals. Ja, bitte. Ja, wenn es keine gehobenen Hände mehr gibt, würde ich vorschlagen, Marco, was sagst du, dass wir den Abend beschließen? Ja, dann würde ich da noch ganz kurz die Fluchtpunkte-Werbeeinschaltung anbringen. Und zwar würden wir uns freuen, wir haben die folgende E-Mail-Adresse fluchtpunkte@ppoe.at eingerichtet. Wir würden uns sehr über Feedback freuen zu den einzelnen Abenden, während mehreren dabei war, aber auch zu dem heutigen nur. Ja, ihr könnt uns da alles an Feedback hinschreiben, was ihr gern möchten. Ob es das jetzt davor erst letzte Abend war, ob ihr weitere Abende möchtet, ob es vom Themenschwerpunkt her vielleicht was anderes sein soll. Also wir sind da ganz offen und freuen uns über jegliches Feedback an fluchtpunkte@ppoe.at und bitte gerne weiter sagen. Wir freuen uns auch über die Ideen, wie wir als PPÖ weiterhin aktiv sein können, dadurch, dass das Stichwort ja heute auch schon gefallen ist. Ansonsten bleibt mir ein riesengroßes Danke zu sagen. Danke, Birgit, dass du dir so viel Zeit für uns heute Abend gegeben hast. Danke für die Einblicke. Echt interessant, danke. War wirklich super. Volle spannende Fragen. Sehr unterschiedlich. Freut mich echt gut.
Es war sehr bereichernd und sehr inspirierend. Danke. Und ich möchte den Gedanken nur, den Abend nur mit einem Gedanken schließen, der mir vor ein paar Wochen untergekommen ist. Und weil wir heute mit der Caritas-Vertreterin reden, haben wir doch, der passt. Und zwar bin ich über einen Bibelvers gestoßen eigentlich. Sagen wir, die drastischste Szene, die es in der Bibel ja gibt, ist die Opferung des Sohn Isaaks vom Abraham. Und es tut mir leid, dass ich jetzt einen kurzen theologischen Exkurs mache, aber der hat mich fasziniert. Und zwar muss man ja sagen, diese Geschichte zwischen Abraham und Isaak kommt in allen monotheistischen Religionen vor, also im Christentum, im Islam und im Judentum. Eigentlich ja, sagen wir, die Religionen, um die es ja irgendwie doch jetzt bei uns bei Flucht in Europa geht. Und diese dramatische Szene, wo der Vater seinen lang erwarteten Sohn opfern hätte sollen, fand am Berg Moria statt. Moria, den Begriff kennen wir, nicht nur aus Herr der Ringe, wie wir vorher gehört haben, sondern eben auch wegen dem Stadtbezirk auf Griechenland, wo das Flüchtlingslager ja abgebrannt ist. Und Moria wird heute übersetzt als der Ort, den der Herr oder der Gott sieht und auf den der Herr schaut. Und ich finde, es war irgendwie ein spannender Gedanke, mit dem ich ja irgendwie diesen Abend beschließen möchte. Er ist ein Ort, auf den wir vielleicht schauen, wir als Menschen vielleicht, wenn man an das glaubt, aber wer anderes, an einen Ort, wo irgendwie eben der Mensch zählt, am Ursprung unserer ganzen Zivilisation vielleicht auch. Also danke Birgit fürs Dasein. Wir freuen uns auf eure E-Mails und ja, wir hoffen, dass wir uns vielleicht wieder einmal in echt sehen können. Und ja, danke, dass wir dich kennenlernen durften, Birgit. Ja, danke an euch. Alles Gute, ja. Dankeschön, alles Gute, ja. Gut, dann, und das war jetzt halt das mit dem Zitat. Genau. Das ist echt super, ja. Okay, dann Blasenk, oder? Jawohl. Okay. Diese Falle, einen schönen Abend noch. Alles Gute, ciao. Vielen Dank. Danke.